Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 2. Beim letzten Mal habe ich ja noch angefangen, HD Edition, weil immer wieder mal zwischendurch gerne Leute ankommen und mich anschreiben: Hey, du spielst doch nicht Age of Empires 2, sondern Age of Empires 2 HD Edition. Da muss ich kurz husten. HD Edition. Und ja, mir ist das bewusst. Das weiß ich auch. Bloß muss ich das doch nicht extra noch sagen, oder? Und falls doch, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob das so wichtig ist. Also, das Geschriebene. Wichtig ist ja klar. Aber das Gesprochene? Echt jetzt? Also, ich weiß nicht, ob ich sogar reingeschrieben habe, HD Edition. Muss ich dann vielleicht überall nochmal nachtragen. Übrigens könnt ihr mal Vorschläge für Folgentitel machen, die also total genial wären wahrscheinlich. Weil ich habe so selber nicht so großartige Ideen mehr. Weil viele schon aufgebraucht haben an Ideen. Weiter jetzt. Die paar Grünen, die hier durchgehuscht sind, die werden ja sowieso von den Türmen noch attackiert im Fall der Fälle, also von daher gar kein großartiges Problem. Ich versuche gerade die Gruppe wieder zusammenzuziehen, deswegen nicht wundern. Gott, hoffe ich, dass wir da ankommen, heil. Wie ihr im letzten Part noch gesehen habt, wissen wir ja, dass hier unten der ist. Deswegen werde ich einfach stur durchreißen. So. Und immer zwischendurch mal so ein paar Einheiten natürlich auch aufs Korn nehmen. Beziehungsweise auf mein Radar nehmen, sag ich mal so, jetzt ganz blöd. Weil ich dann weiß, okay, jetzt die attackieren unbedingt, weil, ja, gute Idee und so, ne? So, ich werde hier oben so lang gehen. Moment, was? Ah, ich werde versucht an... Also, er versucht mich anzugreifen. Aber ich lasse mich davon nicht ablenken, ich will nur das zielführende Ziel verfolgen. Und das ist ja den einen Herren auszuschalten, der hier hinten ist, irgendwo. In der Hoffnung, dass er noch da ist. Deswegen großflächige Verteilung, Auswahl. Und jetzt nur noch fixiert auf ein Ziel hinwandern. In der Hoffnung, dass er noch da ist. Ja, er ist noch da. Er hat gerade mit Angst bekommen, das merkt man. Und gleich ist er. Gleich ist er von dannen. Das ist die Angel des Großkampfs. Geschafft! Leute, ich hab's geschafft. Und genauso lang, jetzt wie ich ja gebraucht habe hierfür, genauso lang werde ich auch für die anderen Sachen brauchen. Heißt, oh Gott, Rot wollte schon wieder einen Großangriff starten, aber ich habe ja zum Glück jetzt das Ziel erfüllt. Also, was feststeht, ist auf jeden Fall eins, so lange werde ich auch für die anderen Sachen brauchen, um die auch wirklich zu schaffen zu 100%, dass ich da ohne Schieß arbeite. Deswegen, wenn euch das nicht stört, diese Länge, heißt das immer zwischendurch, dass ich einen Cut reinbaue, dass ich dann die Folge unterbreche oder irgendwie warte, bis Einheiten produziert sind. Oder wenn ich das mit Timeraffer machen soll, dann schreibt mir da gerne mal. Dann mache ich das ab sofort so auch. Und Alter,
wie wir einfach noch unfassbar viele Einheiten über hatten, ne? Hier, guck mal. Wir hätten locker hier noch ein bisschen Party machen können, ein paar Einheiten auseinandernehmen können. Aber, dass die hier noch einen Großangriff starten wollten, nachdem ich quasi schon ihre Basis zerstört habe, halbwegs, ich hätte wahrscheinlich noch weitermachen können und hätte den Part noch länger machen können, also diese Aufgabe hier, aber alter Falter. Und das ist gerade mal die zweite. Ja. Wir haben beides geschafft. Das Zelt bewahrt, indem wir eine Mauer rumgezogen haben. Hier haben wir die Holzmauer gehabt, heißt, das war nicht so grandios, aber hey, immerhin haben wir oben schön dafür gesorgt, dass das Zelt nicht in Gefahr gerät. Falls ihr euch fragt, wo die ganzen Bauarbeiter sind, die sind hier rein verfrachtet worden, damit hier am Tor direkt höherer Schutzmaßnahmen ist, oder höhere Schutzmaßnahmen sind. So, lange Rede, kurzer Sinn, das hätten wir geschafft. Von daher würde ich sagen, laufendes Spiel beenden. Genghis Khan weiß, dass es außer Lanze und Bogen noch andere Waffen gibt. Er ist ein Meister der Kriegsführung. Als er Kuschluk exemplarisch bestraft, statuiert er gleichzeitig auch ein Exempel auf Feindesgebiet. Wenn wir zum ersten Mal auf einen neuen Feind treffen, verschont der Großkhan niemanden. Wir reiten zur nächstgelegenen Stadt, töten alles, was sich bewegt, brennen die Stadt nieder, säen die Felder mit Salz ein und stapeln die Schädel unserer Feinde zu einer Pyramide. Danach beeilen sich die anderen Städte, ihre Abgesandten auszusenden, um die blutrünstigen mongolischen Horden zu besänftigen. So wie man Genghis Khan ja auch kannte damals. Okay. Ihr seht, die Grünen waren genauso auf wie ich, also das war schon ganz gut. Gesellschaft, anscheinend 600, interessant. Technologie hatten wir nicht so weit entwickelt, weil da hatte ich ja vergessen, die Schmiede hätten wir noch bauen können. Wir hätten total noch bei den Pferden oder bei den Fußsoldaten wahrscheinlich noch was entwickeln können. Aber naja, was soll's. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, das steht fest. Wirtschaft haben wir nicht so angekurbelt wie die Grünen oder Roten. Konnten wir auch gar nicht, wir hatten gar nicht so viel im Umfeld. Und Militärstärke waren wir natürlich krass im Plus. Also, wir haben ja permanent produziert auch. Und, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das hier 7618, das war okay. Dann war eben so viel, ne? Okay. Dann würde ich sagen, war es das erstmal vom zweiten Abschnitt. Ich werde auch wahrscheinlich noch das Bild mit den Zweier einblenden, dass ich ja, daher es ja zwei sind. Und, okay, der Bildfehler ist immer noch. Dann werde ich das einfach hier dieses Stück, was sauber eingefügt ist wiederum, wenn man da nicht die Maus drauf hält, per Bildbearbeitung einfügen, dass es auch original 1:1 aussieht. So, Moment. Dann muss ich das nämlich, damit ich das noch habe, muss ich das erstmal nämlich noch erst auf 720p runter skalieren und dann hinzufügen wahrscheinlich. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt noch die nächste Geschichte anhören, wenn wir jetzt hier Einmarsch in China machen. Und da werde ich auch nicht großartig lange drin sein, das ist einfach nur, ja, damit wir schon mal wissen, was da auf uns wartet. Ich muss ja sowieso noch einen Part aufnehmen, also von daher wird das wahrscheinlich damit einfließen oder vielleicht sogar zusammenhängen. Aber auf jeden Fall, der Part jetzt noch wird noch mit den zwei, ich weiß gar nicht, wie man die Teile hier nennt, das sind ja keine Flaggen bei den anderen, ganz kurz gezeigt. Bei anderen waren es ja ein Schwert, hier sind das eine Flagge, hier ist bei Genghis Khan ist das, ja, wie kann man das denn nennen? Nennen wir es mal ein Helm auf einen Stab oder auf einer Stange. Helm auf einer Stange, genau. Da sind wir jetzt schon beim dritten, ne? Helm auf einer Stange. Nee, auf jeden Fall gucken wir uns jetzt die Geschichte ganz kurz an. Ich bin so lange ruhig, wenn der redet, von daher bis gleich. Die gesamte Mongolei befindet sich nun unter der Herrschaft von Genghis Khan. Jenseits der Mongolei existieren zwei große Imperien, China im Osten und Persien im Westen. Persien wird wohl das nächste Ziel unserer Kriege sein, weil es uns vom reichhaltigen, fruchtbaren Weideland in Europa trennt. Doch vorher muss Genghis Khan noch etwas anderes regeln. Nachdem sich die Chinesen von der Kampfstärke unserer Kavallerie auf dem Schlachtfeld überzeugen konnten, sprachen sie nur noch vom Frieden. Sie versprachen uns sogar
Unterstützung bei unserem Vorstoß nach Westen. Doch nun, da wir uns aus China zurückgezogen haben, wollen sie uns die versprochenen Männer und Waffen nicht mehr liefern. Es ist Zeit für eine weitere Machtdemonstration. Persien muss also warten, während die Horde wieder gen Osten rollt. Wir bereiten uns auf unseren Einmarsch in China vor, dem größten, am weitest entwickelten Kaiserreich in der Welt. Alles klar, also es steht fest, China hat uns was versprochen und nicht eingehalten. Kennt man das nicht irgendwoher? Nein, Spaß beiseite. So, ich reite mal aus der Ecke hier raus, weil wir müssen ja nicht da oben in der Ecke gammeln, wollte ich gerade sagen. Ja, Großfläche ist natürlich gut gewählt, weil so kann ich auch die größte Fläche optisch mir ableuchten hier. Oh, Moment, da... doch wieder zusammenrufen. Versteht, das ist anscheinend ja, eine Mauer. Jo, übertrieben habe ich damals auch immer gebaut, fällt mir mal ein. Ach, waren das damals noch schöne Zeiten, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Ich habe, ohne Spaß, so habe ich meine Kollegen immer zum Verzweifeln gebracht mit diesen Konstruktionen. Die große chinesische Mauer. Unser Heer ist nicht dafür ausgerüstet, solch große Wälder anzugreifen. Späher berichten von einem chinesischen Dorf im Nordosten. Vielleicht können wir ein paar Belagerungsingenieure davon überzeugen, sich uns anzuschließen. Ja toll, Norden ist nach oben und Osten ist nach Dan. Ja, aber hey, da waren wir doch gerade. Oder ist die Karte hier anders gedreht? Verdammt noch eins. Manchmal... manchmal ist es auch ein bisschen schwierig zu kapieren, wie das gemeint ist. Aber ich finde es schön, dass man auch sowas mit reinbringt in Age of Empires, so die geschichtlichen Sachen. Das ist halt nicht wie bei anderen Echtzeitstrategie-Spielen, wo man ja eigentlich nur drauf hofft, dass deine Einheiten ausreichen. So wollte ich sagen. Weil das bringt uns ja auch dann nicht viel. Also doch hier oben irgendwo. Stimmt, hier war ja irgendwie die dünnste Mauer, ne? Oder noch weiter oben. Weil es geht ja hier noch ein Stück weiter hoch, ne? Und wir wissen ja nicht, was da oben ist. Ruskant, wir haben ein Transportschiff erobert. Okay. Können wir uns ja... aha, Blau ist auf unserer Seite nicht mal... Mongolen! Rett um euer Leben! So. Helfen in China ein Bollwerk zu errichten und starke Zerstörungsmaschinen zu bauen. Ja, okay. Dazu kommen wir gleich noch.
Ey, kann ja mal stehen bleiben jetzt. Allmählich nervt das nämlich. Ha, er sitzt in der Falle. Oder auch nicht anscheinend. Meine Güte. Dann decke ich so die Karte ein bisschen auf. So. Und eins steht fest, da wo ich, wie gesagt, wo ich gescheatet habe, das werde ich nochmal spielen. Da steht das definitiv fest. Weil das muss ich auch. Weil das kann ich ja dann nicht so stehen lassen, wenn ich das hier auch geschafft habe. Also tut mir leid. So. Wir räumen hier ein bisschen auf, damit wir Platz haben, bevor ich frage, was ich mache. So, dann sollte ich eigentlich relativ sauber hier was bauen können nachher. Wenn ich alles weg habe. Die können ruhig das Holz schon mal abholzen. Okay. Da hat aufgegeben. So, ja, ich muss trotzdem noch den Rest wegmachen, damit ich Platz habe für meine Bauwerke. Bauwerke. Ist ja ein hartes Wort, so die Bauwerke. So. Holz wegbringen. Haus bauen. Haus bauen. Hier noch ein Haus und hier noch ein Haus. So, und dann reicht das erstmal an Häusern. Hier einfach mal meine Einheiten angehittet sind, weil einfach dieses Katapult auch meine Einheiten angreifen tut. Leider. Naja. Thank you.
steht fest, das Kommandantur meiner großen Armee, die Einheiten, von daher wäre es gar nicht mal so verkehrt. So, wir holen noch zwei Bewohner dazu. Und da klingelt schon bimmelt schon der Timer. Ich würde mal sagen, da ich sowieso gesagt habe, dass das jetzt erst im nächsten Part kommt, machen wir glaube ich auch erst im nächsten Part weiter. Ich lasse jetzt noch hier das Ausbau und die Dorfbewohner erscheinen und dann glaube ich mache ich hier mal an der Stelle einen kurzen Cut und würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, alles alles, haut rein und ciao. Und keine Sorge, ich speichere, sobald die Häuser fertig sind. Also, bis dann, haut rein und ciao.